Jo, liebe Reismobilfreunde, und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz an der Burg Teck. Hier war vorhin noch alles vollgestanden. Jetzt haben wir uns mit unseren Kastenwägen hier mal ein bisschen breit gemacht. Und wir haben hier einen Kasten, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kästen. Und hier werden schon die ersten Fläschchen aufgemacht, HW. Hi, hi. Ja, ich hab noch ein Geschenk für dich, HW. Weißt du das überhaupt? Ja gut, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Oder meinst du die Kiste, mit der du gelockt hast? Genau. Ich hab's. Ja, dann machen wir die nachher auf. Auf, oder? Ja, genau. Wie heißt das, wenn man so ein Päckchen auspackt? Päckchen auspacken. Genau. Ja, und hier hat man auch eine super Aussicht übrigens. Prost, na ja. Der Kaffee ist leer. Ja. Prost. Ja, genau, klar. Aber warum mit einem Bier abgeben, wenn man auch zwei nehmen kann? Ja, wir haben schon geteilt hier, weil so wenig Bier da ist. Weil du ja eine Kiste da hinten drin lässt. Mit ja. Kaffee. Das ist auch noch getroffen. Hätte ich treffen wollen, hätte ich drin. Scheiße. Das hast du zum Feuer da reingeschmissen, oder? Nein, der hat mir einen Korken da reingeworfen. Unfassbar. Wenn ich gleich ersticke. Ja, also Prost, dann halt dich drauf, Alter. Bitte? Dann halt dich voll drauf. Der war's dann. Prost. Wir gucken jetzt mal, was der Abend bringt, oder Helge? Ja, der Abend bringt was. Der bringt Kälte, der bringt wenig Strom, der bringt ein Bierchen. Aber Feuer. Und Feuer. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann kommen die lieben Herren in den blauen Uniformen und sagen, tschüss. Meine Herren, so geht das nicht. Bitte verlassen Sie die Örtlichkeit. Wir erteilen Ihnen Platzverbot. Aber hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Prost. So, ich bin jetzt mal ins Auto gegangen, ist kalt, kalte Füße gekriegt, muss ich mal kurz meine Füße aufwärmen. Und die anderen machen Feuer da draußen und stehen draußen und chillen. Ja. So, und dann ist er auch mit der Drohne geflogen und da habe ich deinen Füße. Es ist echt saukalt. Und wenn meine Füße aufgewärmt sind, gehe ich wieder raus. Ich glaube, ich bin echt ein Weichei. Ah, ohne Scheiß. Aber die Füße sind echt arschkalt. Und ich habe drei Paar Socken an und davon einmal diese geilen Norwegen-Socken. Und das dauert jetzt ein paar Minuten. Puh. So, jetzt bin ich mal rausgekommen aus dem Fahrzeug. Füße sind ein bisschen aufgewärmt. Dani ist auch gekommen. Der Dani hat Holz dabei und eine 30 Ampere Sicherung hast du mir gebracht. Und ein Hackbeil. Und hat es mit der 30 Ampere Sicherung gepasst? Nee, du hast gesagt der 30er, aber nicht der große. Ich habe nur 30er mitgenommen, eine kleine. Und jetzt? Macht er jetzt? ASDAC anrufen? Adac. Ich hätte die 30er von Clever nehmen können, wäre der Kühlschrank halt tot. Hätte ich mein Bier halt außen ausgestellt. Oh. Ja, da wäre mehr tot gewesen mit der Kühlschrank. Wäre alles tot gewesen. Nö, mit 30 ist ein Kühlschrank abgesichert. Mit der kleinen. Ah, mit der kleinen. Der große hat der Clever nur 50er oder 60er, deshalb geht's nicht. Jetzt ruft dein ADAC an? Ich hab daheim sowas auch nicht. Nicht bei mir und im Geschäft auch nicht. Da haben wir bloß die 50er oder 60er für den Clever. Ja. Also, falls ihr wissen wollt, was passiert ist, Uli und Stefan, ist die Sicherung von den Batterien, war das, glaube ich, ne? Oder? Wie ist es die? Oder was waren? Also, komplette Aufbaubatterien hat es rausgehaut und wenn man jetzt einen Motor ausmacht, dann ist alles tot hinten. Keine Heizung geht mehr, kein Licht geht mehr, nichts geht mehr. Und jetzt geht es ja darum, die Sicherung halt eben aufzubereiten. Vom Megamobil. Aber es gibt nur ein Megamobil, wo fährt. Guck. Noch, nee, Wahnsinn. Der fährt nicht. Er steht. Welches Auto steht denn, hat die meisten Probleme? Carrado. Wer hat kalte Füße? Ja. Ja, Malibu. Kenn ich gar nicht. Malibu. Meiner fährt. Ja. Seit fast 4 Jahren. Warum versteckst du ihn? Kannst du da hinten stellen, dass ich rein? Ja, gut, das ist separé da hinten. Du willst da ruhen heute Abend? Ja, natürlich. Ja. Trico Traco. Und ich stehe halt hier direkt nur im Schlafzimmer bei euch, da eingeschreien, eingebrüllt. Ja. Wie nennt sich die Feuerschale eigentlich? Weil das hast du da vorhin. Das ist das Fennec High Fire. Okay. Und da wollen wir mal gucken, ob heute Abend das auch durchhält. Und vor allem, wie hoch wir stapeln können. Also man muss auch sagen, wir stehen hier immer noch auf dem Wanderparkplatz, gell? Auf dem Hörnle. Ja, auf dem Hörnle, ne? Auf dem Hörnle. Heißt Hörnle, ne? Hörnle, da oben ist ein Tech, die man nicht sieht. Warte, ich zeig sie dir. Aber wir sind nicht die Einzigen, die Feuer machen. Wir haben gesehen, da oben wird auch Feuer gemacht. Also es scheint hier nichts Außergewöhnliches. Wenn du da runterfilmst, siehst du mein Haus. Ich sehe jetzt gar nichts, nur Dunkelheit. Aber vielleicht morgen. Und ja, ich... Hast du jetzt daheim dein Möbel abgebaut und hast du nicht gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Das sind nur Teile von meinem Sprinter. Der hat sogar hier das Werkzeug von seinem Opa noch. Ja, gell, der haut alles rein. Er verschürt sein ganzer Müll jetzt hier. Oder? Wenn ich so weitermache, fange ich mit dem Klärfahren und höre mit deinem auf. Meiner brennt nicht, das Feuer ist sicher. Das ist ein Robeda. Das halte ich für ein Gerücht. Ja? Ich habe Bremsereiniger dabei, der brennt. Ja. Ist da Strom mehr drin, oder? Das sind doch alle Flugzeugreifen. Sind da die Erdmöbel drin? Was meinst du? Sind da die Erdmöbel drin? Ja.
Können wir mal gucken. Wenn die brennen. Wie effizient die brennen, weißt du? Die brennen. Audi 11. Wie kommst du da drauf? Nicht mehr aus. Wie kommst du da drauf? Alles schon gehört. Ja. Also wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn gleich der ADAC kommt. Und alles. Riesen. Ja? Und habt ihr gesagt, die große Sicherung? Habt ihr gesagt? Ja, hat er gesagt. Jetzt sind wir gespannt. Ist der Abend gerettet von Uli und Stefan? Kann der ADAC, ihr werdet sehen. Kann der ADAC auch einen Apollo reparieren? Auf dem Dani ist doch. Das ist die Frage. Kann der ADAC auch einen Apollo reparieren? Aber der Apollo muss nicht repariert werden. Der funktioniert ja. Ich gucke mal, wer morgen früh warmes Wasser hat. Ich! Ich! Ja. Ich hab eher Probleme. Meine Batterie ist relativ schwach. Ja? Der war nicht voll geladen. Und AGMs. Ja. Aber komischerweise hängt da jetzt ein Checkery außen dran. Dann zeige ich, wie das geht. Zeig mal, wie das geht. Ja, der Checkery-Box. Nein! Ladest du damit mein Auto? Du lädst mit der Checkery dein Auto? Klar. Aber das ist dunkel, mach mal Licht. Ich hab alles dabei. Ich hab Disco. Musik hat er auch noch drin. Ich hab einen Staubsauger für meinen Dreck. Dann muss ich die Butze, Sauger. Und Lichtstrahler hat er auch dabei. Klar. Ja, was steht denn da im Auto? Stellen halt aus. Im Auto braucht man den Strahler nicht. Keiner will uns sehen. Der lädt echt mit der Checkery-Box das Auto. Klar. Also Leute, es funktioniert. Das war ja mal die Frage in dem Video gewesen. Grad 7 Uhr, 258 Watt, Kühlschrank läuft, Heizung läuft. Aber es ist Wahnsinn, es funktioniert. Ja? Also Leute, wenn ihr nochmal die Frage, ich verlinke euch auch die Checkery-Box gerne nochmal. Es funktioniert, das Auto mit dieser Box zu laden. Und es ist nur die 500er, gell? Ja. Und da gibt es noch die 1000er. Ja. Ja, ich habe immer einen Booster, unsere 100 Ampere Lithium, plus die dabei. Ich habe 150 dabei, 100 fest, 50 mobil, und ich lade mit der dann auch meine andere Batterie, wenn es knapp werden sollte. Geil, oder? Mhm. Das ist ein geiles Gerät, ich habe es ja schon immer gesagt, auch in dem Video. Checkery Box ist der Hammer. Das ist absoluter Hammer. Also hängt der clever an der mobilen Batterie. Ja, Dirk ist auch wieder da. Ja, ich habe jetzt mein Schuhwerk gewechselt. Und zwar habe ich jetzt meine Jack Wolfskin angezogen. Die sind nämlich wärmer. Ja. Und? Gut jetzt. Na, halb hoch. Dann bleibst du ein bisschen bei den Leuten, dann wird es warm. Ja, genau. So. Ich habe ja gerade gesehen, was du auf dem Tisch stehen hast da. Und. Das ist gar nicht. Ist das zur Selbstbedienung? Das ist ein Wendlet. Das ist ein Wendlet, aber. Zur Selbstbedienung. Für Freunde, ja. Wenn ihr wissen wollt, Ritchie65 hat auch einen YouTube-Kanal übrigens. Einen kleinen. Soll ich ihn verlinken? Oh, das wäre lieb. Was ist denn, was ich für ein netter Kerl bin? Ja, Prost. Ja, Prost. Also, ich verlinke euch meinen YouTube-Kanal vom Ritchie, ja. Könnt ihr mal schauen, vielleicht interessiert es euch. Ja, alles in der Infobox. Bestimmt. Sollte ein Kindersegen wieder reinkommen. Vielen Dank. Helge, ist das was für dich? Das ist einfach. Was? Für die Zukunft? Feuer? Nein, die Schale, ja. Habe ich. Aber nicht die Schale. Doch. Echt? Bestellt ist gestern. Ja, bestellt. Vorgestern bestellt, gestern geliefert. Ach so. Die ist aber besser wie die für 100 Euro, ne? Wo wir am Robeda-Treffen gehabt haben, ne? Ja, das war ja eine Feuertonne. Ja, aber die hat sich voll verzogen. Die hat sich verzogen. Da habe ich aber auch einen Kaufpreis zurückerstattet bekommen. Hast du zurückgeschickt? Ja. Nein, nicht zurückgeschickt. Ich habe den Verkäufer angeschrieben, habe ihm das Problem geschildert. Daraufhin hat er mir den Kaufpreis komplett erstattet nach einem halben Jahr. Und dann habe ich gesagt, wie sieht das aus mit dem Retourenlabel für das deformierte Feuertönnchen? Da hat er gesagt, brauchst du nicht, kannst du entsorgen. Geil. Und jetzt werde ich das testen beim nächsten Mal, wenn ich von zu Hause. Und man sieht es dann demnächst bestimmt bei DHU TV, wenn wir uns wieder treffen. Wir sehen das direkt bei DHU TV, wenn da oben Troll und Tour verlinkt ist. Leider hast du noch keinen YouTube-Kanal, zum Beispiel, aber ja keinen aktiven. Doch. Ja? Aktiv, da sind 3 oder 4 Firmchen drin. Boah, ich darf nicht hier 1000 Leute verlinken, meine Zuschauer werden ja wahnsinnig, Alter. Ja? Soll ich deinen Kanal auch noch verlinken? Troll und Tour wird auch verlinkt. Also Leute, nächster Kanal wird verlinkt. Jetzt hat aber von euch keiner mehr einen YouTube-Kanal, oder? Macht schon zwei. Ihr habt aber jetzt keinen YouTube-Kanal, ihr müsst jetzt nichts mehr verlinken, oder? Dirk, wenn du jetzt verlinkst, ja, wie heißt denn dein Kanal eigentlich? Ja, wie heißt denn der? Warte mal. DHU TV. Nein, Dirk in Gefahr. Der Dirk in Gefahr. Den musst du noch eröffnen, ja, weil das ist ein separates Special. Nein. Doch. Insta kannst du mit reinnehmen. Prince at Orange. Prince at Orange? Prince at Orange. Instagram. Leute, ist das ein Werbekanal oder was? Habe ich auch über 10.000 Follower, wenn ich so gut bin wie du. Aber nur ein bisschen. Ist das sowieso eine Dauerwerbesendung eingeblendet? Ja, stimmt. Kannst du auch Werbung machen. Stimmt. So, jetzt nehmen wir mal da unten den goldenen Ochsen raus. Ja? Haben wir nicht.
Ich habe aber noch einen. Das ist ein Exzylinder Jahrgang. Aus Schwabeland, aus dem Schwabeland. Ja. Gib mir mal eine bitte. Also so Leute, merkt, wir haben Spaß. Mal gucken, was noch passiert, weil der René hat sich ins Auto eingesperrt. Warum? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Zeigt die Sicherung. Wegen dem läuft der Motor. Ja? Wir haben eine Hauptsicherung hinter und der Aufbaumatte. Ja gut, was da jetzt passiert ist, filme ich jetzt mal nicht. Aber da gibt es gleich natürlich einen Bericht, ob alles funktioniert hat. Ob er die Sicherung jetzt bekommen hat. Also erzähle mal, Stefan, alles hat alles funktioniert jetzt. Ja, super, ja, es hat alles funktioniert bis jetzt. Stefan, in der Tat, red mal. Ja, warum ist es doch dunkel? Nein, jetzt tut es ja wieder, jetzt der Motor aus, ja. Jetzt auf einmal läuft es wieder. Läuft ja die Heizung, läuft halt, funktioniert. Ja, es tut alles, ja. Und im Endeffekt hast du jetzt nur der ADAC gerufen, hat eine Sicherung in die Hand gedrückt. Ja, genau, das war's. Hast du dir eine Ersatzsicherung geben lassen? Nein, noch nicht. Ich sage ja gerade, hier, das ist die kaputte. Ja. Stefan, frag ihn aber mal. Nee, wenn ich nicht noch eine Sicherung da lasse, auf 30 Ampere, gib mir noch 40er Sicherheitshalber. Die Kette. Ja, klar. Jetzt geht es nämlich ums Abrechnen. Ja, ja, also nichts ist umsonst. Hier haben wir eine Kreditkarte, ja. Ja, auf jeden Fall. War eine gute Aktion, hat alles funktioniert. Ja. Passiert bei Malibu natürlich. Von Video auf Video. Bei Malibu solltest du mal sowas nicht sagen. Sowas kann immer gefährlich sein. Genau. Aber Hauptsache der Rubeda funktioniert. So, inzwischen wird hier ein bisschen gegrillt. Dann sind die Türen auseinandergeflogen. Nee, das ganze Ding hat zerrissen. Und zwar geht es nur, weil der Helge seine mechanischen Grillstäbe da hier. Ja, ich wollte ja welche Schnitzer, aber. Ach ja, aber der Helge hat welche dabei gehabt. Ja, aber ich habe die auch nur dabei, weil Britta die Idee hatte und sagte: Mensch, das ist geil. Ja, die sind auch geil. Also war die haben wir in Norwegen gesehen. Genau. Und da waren sie uns zu teuer. Da waren sie richtig teuer, 20 Euro. Bei Amazon, dann haben wir in dem Laden haben wir nachgeguckt. Haben wir schwarze Dinger und haben die bei Amazon gefunden. Und jetzt grillt er damit. Weil es ist ja jetzt eine Dauerwerbesendung sowieso. Genau, und das ist übrigens da drin. Ja, ich habe meins hier, aber ich habe nichts zum Grillen, deswegen habe ich es nicht benutzt. Der ganze Tag ist eine Dauerwerbesendung. Zeig doch mal die Würste, die ausschauen. Ja, da leuchtet mal drauf, genau. Oh, schwarz, pechschwarz. Ja. Anderer Kanal. Ja, schwarze Würste ist ein anderer Kanal. Boah, das hat ja das sieht gut aus, einen Bambusgriff. Ja. Volle Werbesendung jetzt, ohne Scheiße. Alter, das ist... Ja, können wir ja verlinken unter dem Video. Auf jeden Fall. Also wenn ihr das auch sucht, ich verlinke es euch wirklich unten. Also die sind echt scheiße, guck mal hier, wie die wabbeln. Nein, das ist toll. Aber guck mal, wenn das Feuer ausgeht, kannst du damit das Feuer am Leben halten. Ja, wahrscheinlich. Das kannst du ja auch als Stocheisen benutzen. Aber es fällt keine Wurst ab, gell? Es fällt keine Wurst ab. Noch nicht. Und kosten würde so ein Ding? Kann man das sagen? Das sehen wir dann in dem Link, weil ich nicht den aktuellen Tagespreis weiß. Ich meine aber, ich hätte für das Vierer-Set 20 Euro bezahlt. Das geht ja. Das ist cool. Nur wegen dir ist der Bezos reich geworden. Wer? Bezos. Wer ist Bezos? Der Chef. Der Herr Amazon. Der Chef. Der Ex-Amazon. Das ist mir vollkommen egal. Wenn unsere Geschäfte zu haben wegen Corona, dann muss ich halt online kaufen. Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich bin so um 11 ungefähr ins Bett und die anderen waren ungefähr noch eine Stunde draußen gestanden. So, ich zeige euch jetzt aber mal den Ausblick. Ich finde es grandios. Mach mal das Fenster auf, die ersten wandern draußen raus. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Die Aussicht da, guck hin. Geil, oder? Wollte ich gerade mal jetzt vorlaufen, ja. Alles im Nebel. Schaut schon geil aus. Wir hatten da gestern noch die Musik aufgedreht. Ja, warst du das? Hab ich nachgefragt, ja. War hier Musik gehabt. Da, ich hab gedacht, das ist da oben. Nee, das war er das? Leute, eins sage ich euch. Wenn ihr ein Auto habt mit Abwassertankheizung, ihr seid genauso verarscht worden wie genau. Ich. Drunter legen, ein Kabel abziehen. Ganz einfach. Ja. Moment. So. Wenn man das erkennen kann. Hier unten ist der Fühler und der Heizstab. Einfach ein Kabel abziehen. Ich bin mal verrückt geworden. Ich dachte, meine Akkus wären völlig in den Fritten. Ja. Ach, der hat gezogen dauernd? Ist aber nicht so. Ab 5 Grad, ob Wasser drin ist oder nicht, schaltet diese Heizung zu mit 30 Watt. Das sind 2,5 Ampere ungefähr, roundabout.
24 Stunden am Tag. Wird gezogen, gezogen, gezogen. Ich bin gestern Nachmittag hier angekommen, so circa 16 Uhr, mit 12,6 Volt auf den Batterien. Die Heizung ist durchgelaufen bis heute Morgen um 8 Uhr, was wir jetzt haben. Und der Kühlschrank hat durchgelaufen und ich habe immer noch 12 Volt drauf. Weil du gestern den Stecker gezogen hast? Weil ich gestern den Stecker gezogen habe. Ja, das ist echt. Ich hatte gestern. Aber ich habe eine Zuschaltbare. Ne? Ja, bei mir ist das automatisch. Ja, also das ist scheiße. Bloß keine automatische Abwassertankheizung. Nee. Bloß nicht. Alle anderen schlafen noch. Ja, wer zu hart feiert, der muss halt einfach länger schlafen. Gestern war hier die Hölle los, gell? Und ich würde ja gerne die Drohne starten lassen, aber es ist ein Drohnenflugverbot. Und da halte ich mich natürlich dran. Ja. Frostiger Boden. Das ist geil hier, oder? Burg Teck, ich sag's nochmal, kann ich nur empfehlen. Jetzt schauen wir mal runter. Ja gut. Das ist doch geil, oder? Der Nebel liegt da und wir gucken von oben drauf. Geil. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Ja, und da oben auf dem Parkplatz haben wir gestanden die Nacht. Und steht noch kein Auto da, es wird aber wahrscheinlich gleich die Hölle los sein hier. Ich sehe, es ist ein Wanderparkplatz und das Wetter spielt ja mit. Da werden jetzt in der nächsten Zeit die ersten Besucher kommen. Geil. Gott sei Dank ist der Himmel wolkenfrei. Und da sieht man halt schon der Übergang vom Nebel, ja. Besten Aussicht. Eisiger Winter. Boah. Ist das kalt, Alter. Kommst du ja vor wie bei den Pinguine. Ach komm, ihr Weicheier. Ja. Seid ihr für welches? Ist das Wasser eingefroren mit Kleber? Nee, aber beim Kleber passiert es nicht. Beim Robeta. Nein, es funktioniert alles. Perfekt. Ja. Perfekt. Ja, ja. Doch, echt. Das ist sowas von geil. Das sollte man echt genießen, ey. Ich merk's. Du hast gestern wie Musik gemacht, oder? Ja. Hast du wie Party gemacht, oder? Ja. Ja, jeder hat's gehört. Ja. Hat man gehört, ja. Ja. Vor allem im Bett. Aber es war doch. Also, da haben sich manche Leute lauter unterhalten. Wieso hier? Kamen Beschwerden? Nein, nein, nix. Mir ist nur aufgefallen, wer hat sich hier laut unterhalten? Die Polizei ist gekommen. Ja, die war auch mal da, aber die schnell wieder weiter. Ne? Ja, aber schön war es auf jeden Fall. Ja, nur kalt, kalt. Ich war dann im Bett gelegen, war zusammengefroren. Das war unfassbar da. Durchgefroren. Du musst mal ein bisschen mehr Speck an dich dran machen. Oder? Wahrscheinlich soll ich mehr Fleisch fressen, oder? Nee, Fleisch nicht, aber Speck. Ja, so. Speck. Speck, ja. Guten Morgen. Ja, jetzt kommen die ersten Leute. Ja. Ja, ich denke, wir machen uns da jetzt so halb fertig. Ich mache jetzt noch Kaffee und trinken wir noch was und quatschen noch ein bisschen. Und ich denke dann, so in 1-2 Stunden brechen wir auf alle, weil hier wird der Platz dann voll. Und wir wollen ja hier nicht blockieren, ja, für die Wanderer. Eine Stunde später. So, ich habe noch ein Geschenk von Herr W. Das muss ich jetzt mal geben, ja, sonst fahre ich wieder mit nach Hause. Herr W., ich habe ein Geschenk für dich noch. Bist du auch schon ein Geschenk? Ja, willst du es jetzt haben oder nicht?
Doch, natürlich. Geschenke ja. nehme ich jederzeit. Ja. Wenn nicht, nehme ich es. Genau. Genau, dann kriegst du der Helge. Also du kannst es jetzt überlegen. Nein, also für Geschenke bin ich offen. Ne? Und ich habe dir ja gesagt, du brauchst es jetzt nicht extra nach Gießen zu bringen. Ne? Aber du bist herzlich eingeladen natürlich. Da komme ich natürlich mal vorbei. Ne? Und dann müssen wir das Geschenk besiegeln noch, den Vertrag für das Geschenk. Genau, jetzt musst du es aber erstmal abholen. Alles klar, dann komme ich rüber. Genau. Dann wirst du ja auch zum Markenbotschafter. Du musst unterbrechen, ne? Dann wirst du auch zum Markenbotschafter. Aber von Dihu TV. Genau. Machen wir mal hinten auf und ich ziehe einen Karton raus und jetzt dürfte HW natürlich reingucken, was das natürlich ist. Jetzt gucke ich da auch mal rein. Ja. Das sieht aber sehr technisch aus. Ja. Ach ja. Das ist ja hier. Das ist so eine Lampe, hör mal. Ne? Ja, aber sowas aber auch. Aber hör mal hier. Ach, coole Sache. So ein Geschenk. Genial. Danke dir. Also, das ist für die. Ach, LED, die Nettbeleuchtung. Das ist, weil ich immer so nette Kommentare schreibe bei dir. Genau, genau. Das ist es. Und weil ich dich jetzt mit dem veganen Würstchen erwischt habe, willst du mich bestechen, dass ich es wieder rausnehme? Ey, das war ein Witz. Er hat mir seine Wurst in die Hand gedrückt, gesagt, halte mal kurz und plötzlich macht er ein Foto, ja? Und hat behauptet auf Instagram, ich würde Würstchen essen. Ja, aber es hat geklappt. Ja, ja. Ach, du bist derjenige, wo der eine Daumen immer hoch kommt, wa? Der eine Daumen, der ist von dir. Ja, aber geil, vielen Dank. Ja? Super. Bau sie rein. Ich baue sie ein und du begutachtest dann, wenn du nach Gießen kommst, ob du es richtig gemacht hast. Ob du es richtig gemacht hast. Alles klar. Der Thomas Pitschuldi hilft mir vielleicht dabei. Vielleicht. Vielleicht kann man das ja auch umprogrammieren auf Orange. Kannst die Schränke abbauen und verfeuern. Also, ja. Das ist vor zwei Jahren Orange. Also heute, cool. War ja Sommertag, aber wirklich vielen Dank. Ja, ist kein Problem. Jetzt die Kamera ja aus. Das kann ich ja ehrlich sein. Danke. Die läuft noch. Wo ist denn die zweite? Hier steht ja drauf zwei Stück. Ja, die eine hat ja der Uwe bekommen. Ja, genau, der Uwe hatte ja auch eine, gell? Genau. Ja. Deswegen stehen da zwei Stück drauf. Die ist schon verbaut, die hat der Timo eingebaut. Ja, genau. Also, Printhead Orange bedankt sich, das Team. Okay, na? Perfekt. Dann sehen wir was. Prost. So, wir sind wieder neu angekommen. Der größte Teil hat sich wieder verabschiedet. Es ist noch der Medi da und es ist noch der René da. Der René wird sich jetzt auch gleich verabschieden. René und Medi sind da hochgelaufen zur Burg. Ich war ein bisschen müde. Ich war ja schon oben, die kannten es ja noch nicht. Und habe ich gesagt, ne, ich bleibe hier unten. Vielleicht gehen wir morgen nochmal zum Dani. Welchen Fahrzeug schauen. Der Medi will sich da nochmal was angucken. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir genießen das jetzt hier noch. Den letzten Tag wahrscheinlich. Bei bestem Wetter. So, es ist der nächste Tag und wir waren jetzt auch noch mal gerade eben beim Sunlight-Händler. Matti hat mich mitgeschleift zum Gast nach Metzingen und es ist was passiert, Leute. Ja, es ist was passiert. Ich habe mir ein Auto berechnen lassen. Berechnen? Aber nur, weil er es gesagt hat. Jetzt sind wir echt am Überlegen. Er war's. Wir reden von einem Sunlight und zwar von einem V66, also es ist ja noch Van. Aber ein Van, wo einfach ein bisschen größer ist. Ja. Und der Platz ist das, was ich liebe Kastenwagen, ja, aber ein bisschen beengt. Und das Auto ist noch Van, aber hast mehr Platz. Ne? Ja, so eine Mischung zwischen Teil integriert und Van. Leute, ihr habt das Video wahrscheinlich entweder schon gesehen oder es kommt noch, die Rumtour. Und schauen wir mal. Und wir laufen jetzt nämlich gerade spazieren, weil wir genau darüber nachdenken müssen und reden müssen und das mal wirken lassen müssen. Wir machen was am besten. Ob ich es überhaupt mache, ist ganz wichtig. Ja, ihr seid brav. Ich komme schon nicht. Du guckst schon so böse. Ja, also ich will euch nicht essen. Ich esse euch nicht. Keine Angst, ich tue euch nichts. Der kleine Kurztrip geht zu Ende. Hier auf dem Platz in Neufen. Jetzt sieht man das Schloss nicht mehr. Ist ein bisschen bewölkt, regnet. Ja Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Ich bin raus. Ciao. Phew!